Hallo, ich möchte Ihnen hier zeigen, wie Sie die Globalsuche hier nutzen können. Wir suchen in diesem Programm in Repertorien und in der Materia Medica. Das heißt, alles, was ich hier eingebe, zum Beispiel Furcht, Schlange, wird gesucht im Repertorium und in der Materia Medica. Wenn ich jetzt Enter drücke, dann wird die Suche aktiviert. Ich kann auch hier auf diese Lupe drücken, damit die Suche vonstatten geht. Sie sehen, ich habe hier jetzt ein Repertorium, alle Repertorien, die hier sind, diese Repertorien, all diese Repertorien auf Deutsch wurden durchsucht und ich habe hier im Suchbereich dieses gefunden. Und Sie sehen hier im Repertoriumbereich haben wir diese Rubrik Furcht vor Schlangen im Komplettrepertorium 23. Ist im Gemüt Geist, aber es gibt auch eine Rubrik in Träumen, in dem Kapitel Träumen. Sie sehen hier 42 Mittel im Komplett 23 Repertorium Deutsch. 42 Mittel. Wenn ich jetzt auf die Reference Works Bibliothek, also auf die Materia Medica gehe, sehe ich, dass hier 43 Mittel sind. Das heißt, irgendwo ist ein Mittel in der Materia Medica, das noch nicht eingetragen worden ist ins Repertorium. Ich kann durch diese Suche einfach mehr finden, weil ich nicht nur die Repertorienrubriken durchsuche, sondern auch die Reference Works Bibliothek. Ich kann das auch als eine Rubrik nehmen, indem ich einfach hier auf dieses Plus hin drücke und dann geht diese Rubrik aus der Reference Works Bibliothek in die Materia Medica. Und dann habe ich hier eine Rubrik aus dem Materia Medica direkt. Diese 1 bedeutet Furcht, Schlange, dazwischen ist ein Wort, in dem Fall ein Doppelpunkt. Wenn ich diese Suche vergrößern möchte, kann ich eine 3 zum Beispiel drücken, die Zahl 3 bedeutet zwischen diesem Wort Furcht und dem Wort Schlange gibt es drei Wörter. Dann sehe ich, dass diese Rubrik wieder gezeigt wird, das ist logisch, aber bei der Reference Works Bibliothek sind es ein bisschen mehr. Mittel jetzt. Das sind nicht 43, sondern 45, weil eben viel mehr Stellen gefunden worden sind. Es hat sich auch bewährt, die 3 zu drücken. Diese Globalsuche hat noch einen viel größeren Vorteil. Ich kann zum Beispiel sagen, der Patient, der zu mir kommt, indem ich 5-mal die Leertaste drücke, komme ich auf RAM, bedeutet Remedy, hat auch Verschlechterung durch Kaffee. Also gebe ich Kaffee ein. Und die Ziffer 3 und dann Arg für Verschlechterung. Agravitation. Jetzt suche ich also Mittel, die Furcht vor Schlange haben und im gleichen Mittel haben sie eine Verschlechterung durch Kaffee. Da drücke ich wieder Enter und dann wird die vorherige Suche überschrieben. Ich sehe dann hier Furcht, 3 Schlange und so weiter. Im gleichen Mittel Kaffee verschlechtert. Und ich sehe in dem Repertorium sehe ich gar keine Rubrik, denn es gibt keine Rubrik Furcht vor Schlangen und Kaffee verschlechtert in einer Rubrik. Aber in der Reference Works Bibliothek sehe ich ein Ergebnis, nämlich 2 Mittel. Ja, die kann ich dann wieder in meine Clipboard reinlegen. Und so kann ich schon sehen, es geht hier um Ginkgo oder um Lachesis, das eventuell in Frage kommen würde. Ich kann, was ich hier auf Deutsch eingebe, da werden die deutschen Bücher durchsucht. Was ich hier auf Englisch eingebe, werden die englischen Bücher durchsucht. Deswegen macht es Sinn, auch die englischen Bücher zu durchsuchen. Das können wir mal ausprobieren, indem wir einfach schreiben, Fear, also jeder weiß, was Furcht ist auf Englisch, wenn nicht, kann man das ja nachgucken ganz schnell. Fear Snakes. Wenn ich dieses Slash drücke, dann habe ich Snake, das bedeutet, er sucht entweder Snakes oder Snake. Und dann fünfmal die Leertaste, also Remedy. Und dann suche ich Coffee. Verschlechtert. Aber hier sehe ich ein paar mehr Mittel, nämlich 36. Zum Beispiel die hier, ja. Lac Cameli oder Lac Caprinum. Das war weder in der deutschen, also in der deutschen Literatur habe ich das nicht gefunden, ja. Hier, die Rubrik ist da der deutschen Literatur. Und das ist hier eine Rubrik aus der englischen Literatur. Und da sieht man, da sind noch mehr Mittel. Das heißt, ich könnte jetzt diese zwei Rubriken zusammentun und hätte dann eine sehr gute, schöne globale Rubrik mit allen Mitteln, die eben Furcht vor Schlangen und Verschlimmerung durch Kaffee haben. Deshalb
an die, die sagen, ich kann kein Englisch und ich möchte da jetzt nichts Englisches in meiner Software. Auf jeden Fall macht es Sinn, eine große Literatur zu haben in ihrer Software, um eben auch auf Mittel zu kommen, die in der deutschen Literatur nicht da sind. Denn zum Unterschied, die deutsche Literatur beinhaltet im Moment 88 Bücher und die englische hat in der größten Variante 1200 Bücher. Das ist schon ein Riesenunterschied. Aber um die Idee zu bekommen, die Globalsuche, Sie können alles hier in diesem Fenster eintragen, was Sie suchen und versuchen dann eben da ein Ergebnis zu bekommen. Meistens ist es dann sehr interessant, was man dann findet. Vielen Dank.